Ja, und dann trifft man ab und zu nette Leute, wenn man so über den Platz schlendert. Ja, über diese Brücke, das ist die Zufahrt zum Platz. Sieht von hier oben aus, als hätte ich eine Drohnenaufnahme. Dann haben wir hier einen kleinen Bach. Ja, so kommt man auf den Platz. Ja, liebe Rad-, Wander- und Wohnmobilfreunde, ich will euch wieder mal einen Stellplatztipp weiterreichen. Und zwar stehen wir hier in Wieltal auf dem Wohnmobilstellplatz, der einem Campingplatz vorgelagert ist. Der Platz selber, ihr seht ihn hier bei mir im Hintergrund, hat geschotterten Boden, hat Stromanschluss, hat zum Teil Wasserzapfstellen und WLAN, wenn es denn in Ordnung ist. Müllentsorgung, ich lese es noch durch. Ich werde euch mal kurz hier nochmal umdrehen. Hier gibt es eine grüne Wiese, auf der kann man auch stehen. Da steht im Augenblick keiner. So, dass man also wirklich einen guten Standplatz hat. Es ist alles vorhanden. Sogar der Chef ist gerade noch da im Hintergrund. Ja, man kann also wirklich nicht meckern, was einen Wohnmobilstellplatz angeht. Aus den berühmten Datenschutzgründen gehe ich mal nicht näher ran an die Fahrzeuge, obwohl ich da sicher keine Probleme kriege, weil man sich mit der Nachbarschaft gut versteht und die auch informiert habe, dass ich filme für YouTube oder bei YouTube veröffentliche. Hier sind Stellplätze für größere Mobile, wo man auch gleichzeitig sein Abwasser loswerden kann. Ja, und dann trifft man ab und zu nette Leute, wenn man so über den Platz schlendert. Noch lachen sie, wenn sie auf YouTube stehen, lachen sie nicht mehr. Ja? Die Hamburger sind ein fröhliches Volk. In Ordnung. Hier ist eine Sanistation zur Reinigung oder Entleerung der Kassette. Da muss man Wertmünzen besorgen. Hier ist die Entsorgung Grauwasser unmittelbar davor. Hier ist eine Frischwasserstelle, wo man sich Wasser zapfen kann. Und da sind drei Holzfässer, die man mieten kann für Fernradler. Sehr gut geeignet, liegen irgendwo bei 40 Euro.
die Nacht, also für zwei Personen, ist das top zu machen. So, dann kommen wir zu den Sanitärräumen. Klar, ich wackel. Das war mein Stellplatztipp, oder ist mein Stellplatztipp für euch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und sage wie immer Tschüss, bis zum nächsten Video. Euer Hubert.